Moin, meine Freunde, ich wollte mich an dieser Stelle nur mal bedanken für den unglaublichen Support in den letzten Tagen. Und an dieser Stelle geht es dann auch weiter mit dem Intro. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Bam! Ich bin's, Tim! Zieht eure Regensachen an. Wenn es regnet, müssen Peppa und Schorsch ihre Regensachen anziehen. Bäh! Schorsch, du musst deinen Hut anlassen. Schorsch? Schorsch? Ah, hör mal! Lass deinen Hut an. Komm mit, Schorsch! Peppa und Schorsch wollen in Matschepfützen herumspringen. Du hörst dich gar nicht gut an. Nonni? Keine Sorge, ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat. Aha. Aha. Stecken Sie Schorsch eine schöne warme Milch in dem Arsch. Danke, Dr. Braunbär. Wiederhören. Schorsch war den ganzen Tag im Bett. Jetzt ist Peppas Schlafenszeit. Schorsch, geht es dir besser? Hatschi! Schorsch, geht es nicht besser? Hatschi! Schorsch! Hatschi! Schnapp! Wieder gewonnen! Du hast geschummelt! Hab ich nicht! Peppa und Luzi hatten heute einen kleinen Streit. Oh. Aber ich vermisse Luzi schon ein bisschen. Lass uns Luzi anrufen. Oh, da kommt ein Anruf rein, Freunde. Ja. Tut mir leid, dass ich gesagt habe, du schummelst. Hast du Schaden oder was? Ja, besser ist das, Digga. Ja, die Entschuldigung nehme ich vielleicht später an. Keine Grüße gehen raus an dich. Oh. Schorsch ist auf der Wippe mit seinem besten Freund Linus Löffel. Wippen, wippen. Peppa und ihre Familie gehen schwimmen. Papa Wutz trägt seine Badehose. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Peppa trägt ihren Badeanzug. Beeil dich, Schorsch! Wir warten schon alle! Das ist ekelhaft! Hurra! Schorsch findet Peppa, heißt, davon wird er hart. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja, spritz uns nicht nass, Papa. Hoho, keine Sorge, Peppa. Bitte spritz uns bloß nicht nass, Papa.